Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier vor dem Ilinalta-See. Und wenn wir mal hier runter gucken, zu unseren Füßen liegt ein Bauer, der ist tot. Und da sind wir auch eigentlich gar nicht mal so stolz drauf, denn es war ein einfacher Bauer. Den haben wir einfach getötet. Den hat Zilch einfach so getötet und ja, die Frau hier auch. Die gingen zusammen die Straße entlang und da haben wir sie getötet, in der Hoffnung, die hätten irgendwie Geld dabei, aber das hatten sie nicht. Und irgendwie tut Zilch auch so ein bisschen leid, dass er die getötet hat. Schlägt ihn irgendwie auf den Magen. Diese Schuldgefühle hatte er vorher nie. Warum gerade jetzt? Da haben wir doch was gehört. Kam das von hier oben? Da ist eine Nekromantin. Okay, die sieht uns so oder so. Da müssen wir uns irgendwie anders anschleichen. Vielleicht von hier oben? Oh Mann, liebe Freunde, diese Folge hier, die regt mich irgendwie auf. Ich sag's euch jetzt schon, weil das ist, glaube ich, jetzt der dritte Versuch, das aufzunehmen, ohne dass mir das Spiel abstürzt, irgendwie. So, die haben wir schon mal erwischt. Die wird hier gleich hochkommen. Da vorne ist sie. Nein, 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 nein. Bring uns nicht um mit deinem nekromantischen Zeug. Ich warne dich. Deiner grauenhaften Nekromantie oder was auch immer. Und wir sind tot. Ja, ja. Gegen die Kommanden haben wir keine Chance. Oh Mann, gut. Dann lassen wir das. Dann gehen wir einfach weiter. Wir wollen uns ein bisschen zurückziehen, so ein bisschen das Ganze verarbeiten, was in den letzten Folgen passiert ist. Weil das ist ja schon eine ganze Menge, wenn ihr euch die Folgen anseht. Ja, ja. Gerade in der ersten Folge überschlagen sich ja förmlich die Ereignisse. Und der Jarl hat gesagt, wir sollen hier in das Bleak Falls Barrow, das Ödsturzhügelgrab, was ihr hier seht. Da sollen wir rein und wir sollen einen sogenannten Dragonstone bergen. Und das, meine lieben Freunde, ist eine Aufgabe, da wissen wir nicht, wie wir die bezwingen wollen, wie wir die meistern wollen. Und wir müssen auch erstmal diese ganze Geschichte verarbeiten, dass wir jetzt irgendwie vom Jarl persönlich davon gebeten wurden. Sonst früher, da haben wir einfach so für uns selber gelebt, haben uns unser tägliches Brot ergaunert. Und jetzt... Nee, das ist alles so ein bisschen overwhelming. Oh Mann, die Sonne steht aber ziemlich störend. Es blendet.
Sind die vielleicht Wölfe? Hoffentlich nicht. Die können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, da wäre ein Fuchs gewesen. Tja, jetzt haut er sowieso schon ab. Den kriegen wir nicht mehr. Wo ist der jetzt überhaupt? Irgendwo, wir wissen es nicht wo. Oh. Da wo. Ach so, das ist eine Jägersfrau. Gut. Thought I heard something. This is the end for you. Oh, seht ihr das da vorne? Das versucht sie zu erleben. Ach, hier vorne haben wir sie auch. Ja! Ob wir das kriegen? Ja! Oh Mann, wir haben sie erwischt. I can take you. Wir haben sie erwischt, liebe Freunde. Und wir haben es getötet. I guess I was just hearing things. Na, du Jägersfrau, das hättest du auch gerne geschafft, ha? Huh? Na, 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 das ist jetzt unseres. Oh Mann. Deerhide. Venison. Das können wir doch alles gut gebrauchen. So. Die Antlers. Das ist nur ein Geweih, das ist eine Alchemiezutat. Und die ist gar nicht mal viel wert. Nee, die lassen wir. Das müssen wir nicht mitnehmen. Du was? Sind hier etwa... Schlammkrabben? Und wo kommt denn das? Ach, da vorne. Ah, die lassen wir mal lieber. Oh, seht ihr das? Da vorne ist ein uralter Friedhof, ein uraltes Grab. Zum Glück nur eins. Unheimlich, solche Sachen. Aber gut, gehen wir mal weiter hier entlang und... ja, mir ist das Spiel hier schon ein paar Mal abgestürzt in dieser Session. Ich weiß nicht wieso, es ist immer spontan passiert an unterschiedlichen Stellen. Falls ihr hier also in dieser Folge irgendwo einen Schnitt seht, einfach so spontan, dann liegt das daran, dass ich ja, das alles hier neu laden musste. Und deswegen werden wir hier auch direkt jetzt einmal einen Quicksave machen. Nicht, dass wir hier die ganze Misere nochmal machen müssen. Half Moon Mill. Wir haben Punkte bekommen. Liebe Freunde. Wow, 7000. Da können wir doch... neues Archery Level... ich glaube, Blocken wäre ganz gut und Light Armor. One-Handed könnten wir auch noch einmal und das werden wir uns auch nochmal gönnen. Ein Level auf Schmieden. Und das letzte, ach, das lassen wir. So. Wie sieht denn jetzt unser... ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, so. Schleifsteine.
Oh. Ein Turning Rack, den können wir doch direkt einmal benutzen. Wir haben ja ein Deer Hide. Das können wir doch zu Fur Plates verarbeiten. Sehr schön. Oh. Ja, jetzt ist natürlich auch dunkel geworden. Und seht ihr das? Der Mond. Ja, hatte ich ja schon einmal in der letzten Folge angesprochen, glaube ich, war das die letzte? Bin ich mir ziemlich sicher. Was mache ich hier? Doch nicht den Bogen nehmen, die Laterne. So. Und da vorne habe ich doch schon jemanden gesehen, der hier lang geht. Es ist eine Frau. Oh Mann, was macht eine Frau denn so spät nachts hier? A guest? Oh my. Ja, und sie geht einfach so an uns vorbei. I'd better get going. Why don't you stay a while? Okay, sie hat creepige Augen. Oh Mann, nee, mit dir wollen wir nicht reden. Oh Mann. Was? Oh Mann, die ist unheimlich. Die ist unheimlich, liebe Freunde. Hier bleiben wir auf keinen Fall. Das ist ja creepy. So. Und wir sollten vielleicht irgendwie einen Schlafplatz finden, denn... Jupp. Wir sind müde. Wir sind müde, liebe Freunde, und da sollten wir doch schlafen gehen. Und ich denke mal, der nächstbeste Ort hier ist Falkreath, auch wenn wir da nicht so gerne sind wegen dem Friedhof. Es gibt ein Bett und das ist alles, was zählt, ne? Wir sind müde. Und da brauchen wir ein Bett. Wir müssen ja auch nicht den Friedhof angucken. Wir können ja einfach rein und dann... Ach. So, das hier, glaube ich, war der Weg nach Falkreath. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber das sollte er sein. So, vorsichtshalber, damit wir hier auch... Ja. Damit vor allem ich im Falle eines Abschmierens meines PCs nicht irgendwie die ganze Miserie neu machen muss. Einfach nochmal schnell ein Quick Save. Oh Mann, hört ihr das? Was ist das? Schnell weiter. Nicht, dass uns hier noch irgendwas umbringen will oder so. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen leben. Um jeden Preis. Hier müsste doch irgendwo gleich Falkreath sein. Ja, da vorne. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier auch noch mal einen kleinen Quick Save. Jetzt haben wir die... Ah, oh, ich bin so blöd. Na gut, dann ist das so. Und dann, ja, gehen wir mal hier rein, ne? Oh Mann, eine unheimliche Stadt.
Und nachts ist sie wieder ausgestorben. Das macht die ganze Sache nicht angenehmer. Wer weiß, vielleicht sind die alle im Inn und feiern eine große Party oder so. Dann gesellen wir uns mal dazu. Come on in. We got warm food, warm drinks and warm beds. This is a local favorite and one of the first songs I ever learned. Ragnar the Red. Da sind doch einige Leute. Hallo, schöne Frau. Shores Bones, a handsome man in Falkri. Oh, sie ist ganz angetan. A hero named Ragnar the Red, who came riding to Whiterun from old Rorik's stead. And the braggart did swagger and brandish his blade, as he told of bold battles and gold he had made. Good, good. Welcome to Dead Man's Drink. Wir brauchen ein Bett für die Nacht. Sure thing. It's yours for a day. So. I'll show you to your room. Right this way. Now I think it's high time that you lie down and bleed. And so then came clashing and slashing of steel as the brave lass Matilda charged. Let me know if there's anything else you need. In Ordnung. And the braggart named Ragnar was boastful no more. Keine Tür? When his ugly red head rolled around on the floor. Ach, egal. Ja, wir sind schon ziemlich müde. Wir werden uns jetzt hier eine schöne Mütze Schlaf gönnen. Irgendwann werden uns schon die Augen zufallen, auch wenn die Barden da bis spät in die Nacht ihre Musik spielen. Okay, wir sind durstig. Und wahrscheinlich auch hungrig, ne? Ja, sogar sehr hungrig. Da werden wir uns doch noch ein bisschen was genehmigen, oder? Wir brauchen noch mehr Wasser. Okay. Welcome to Dead Man's Drink. Ja, guten Morgen. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Take a look. So, mal gucken, was... Ui. Es ist aber ein bisschen teuer. Wie wär's mit irgendeinem schönen, warmen Eintopf oder einer Suppe? Die haben wir noch nie probiert. Ein bisschen exotisch, aber... Probieren wir es mal. Und dann, füllen wir noch mal unsere Flaschen auf. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So, und dann einmal hier, wo haben wir sie? Da haben wir sie. You could have a bit more. Na, das ist ja ganz toll. Habt ihr vielleicht noch einen Apfel? I escaped fighting in Cyrodiil, only to have it track me down again in Skyrim. Habt ihr einen Pfeil oder so? Einen Apfel? Pfeil. Wie komme ich darauf? Drink for the thirsty, food for the hungry. Irgendwie. Nee? Gibt's nicht? Okay. Dann ist das auch nicht so schlimm. I'll be right here if you need anything else. Gut, dann gehen wir mal raus. Mal sehen, wie das Wetter ist. Oh! Was? Oh? A sad time. Good to talk to you. Okay, schön. Ja, langsam wird's auch wieder hell. Aber die Stadt ist immer noch wie ausgestorben. Aber was soll man dagegen machen? Hm? Okay. Dann begeben wir uns mal wieder Richtung Heimat, würde ich mal sagen. Also Richtung Riverwood. Hier waren wir doch schon mal. Erinnert euch?
Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ein paar Folgen sind das schon. Aber ich denke mal hier oben irgendwo. Da oben. Komm, da gehen wir mal hin. Ja, hier war es. Na, das weckt doch Erinnerung. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hopp. Ja. Okay, gut. Nehmen wir doch noch unsere Lampe in die Hand. Unsere Laterne. Da vorne ist jemand. Ganz schwach kann man ihn erkennen. Wer ist denn das? Da gehen wir doch mal drauf zu. Hier. Ach so, das ist auch nur wieder ein Bauer. Okay. Einen Bauern wollen wir nicht nochmal umbringen. Das machen wir einfach nicht. Wir haben unsere Lektion gelernt. Kann man also sagen. Ja, da erinnern wir uns alle dran, dass wir hier mal entlang gegangen sind. Deswegen liegen hier auch noch die ganzen Felsbrocken. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, dass das vielleicht ein Wolf sein könnte oder so. Meine Güte. Da habe ich mich im ganz kleinen Stillen... Da habe ich mich doch ganz glatt erschrocken. So ein bisschen. Was machen die Herren denn da? Kommen die wirklich aus dem Haus? Oh, egal. Ja, was? Ist er immer noch hier? Er ist also noch nicht gestorben. Was für ein armer Tropf. Naja. Wer weiß, vielleicht findet er eines Tages seinen lang ersehnten Tod. Dann ist er endlich glücklich. So. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt wieder auf nach Riverwood und dann verkaufen wir einmal unser
Ja, doch. Ich würde mal sagen, er jagt das Zeug. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht schön viel Geld mit kassieren. Und ich glaube, unsere Laterne können wir jetzt wegstecken. Es ist doch eigentlich schon hell genug. Oh Mann. Und seht nur, wie groß das ist. Ja, wir sind ja jetzt... Ja. Wir sind eigentlich immer noch ziemlich weit davon entfernt. Und das ist gigantisch. Unglaublich. Und allein schon der Gedanke, dass das... Boah, paar tausend Jahre da steht. Meine Fresse. Ein kolossaler Bau ist das. Und das ist, scheint, ja, wenn man das von hier mal so aussieht, das scheint eigentlich noch intakt zu sein, komplett. Ja, sogar hier diese Säulen mit den Adlerköpfen, sogar die stehen noch. Da haben die schon mal was richtig Gutes zusammengebaut. Tja, aber wir erinnern uns an die Bauern, die wir umgelegt haben am Elenaiter See. Ja. Aber was sollen wir daran ändern? Jetzt sind sie nun tot. Hätten wir gewusst, dass es nur Bauern sind und dass sie kein Geld haben. Tja, dann hätten wir sie auch nicht getötet, aber... Naja, woher hätten wir das wissen sollen? Die sahen aus wie jeder andere... Irgendwie tut es uns trotzdem leid, ne? Na gut. Ja, Lucan. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Some may call this junk. Me, I call them treasures. Sehr schön. So, einmal hier die Fur Plates. Und das Fleisch. Das Fleisch verkaufen wir eben auch. So. Und dann gucken wir mal, hat er vielleicht irgendwie was Gutes? Eine Potion of Healing. Von denen kann man doch nie genug bekommen. Sehr schön. Ja, es ist besser, wenn man da einen Vorrat hat. Damn thieves! As if things weren't bad enough. Diebe, hä? Huh? Moment mal. Das interessiert mich. My sister Camilla or I will be happy to help you. Ihr erwähntet Diebe? We did have a bit of a break-in, but we still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Oh. Nun, ich könnte es für euch zurückholen. Für ein wenig Geld könnten wir das machen. You could? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. Now, if you're going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northeast of town. Bleak Falls Barrow? So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. By the eight, fine. But only to the edge of town. Oh, worauf haben wir uns da eingelassen? Oh, Mann.
Hätte es nicht einfach ein einfaches Banditenlager sein können? We have to go through town and across the bridge to get to Bleak Falls Barrow. You can see it from here, though. The mountain just over the buildings. Ja, vielen Dank, das weiß ich schon. Sieht trotzdem unheimlich aus. Good dog. Those thieves must be mad hiding out there. Those old crypts are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what else. Ja. Ach so, ja, jetzt, du willst nicht weitergehen. Okay, das kann ich vollkommen verstehen. Good dog. Das, ab und zu kann das mal so sein, dass das hängt. Da müssen wir ein bisschen weitergehen, damit sie hier hinterherkommt. Seht ihr? Sie wird gleich anfangen zu laufen. Okay, dann, dann gehen wir mal lieber selber zur Brücke. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die hier. Ah, siehste. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. He never quite explained where he got it. He's a tricky one. Das ist doch umentschieden, ne? The path up the mountain to the northwest leads to Bleak Falls Barrow. I guess I should get back to my brother. He'll throw a fit if I take too long. Such a child. Ja, wenn du hier stundenlang irgendwie in der Gegend rumstehst, dann wird das definitiv länger dauern, als du gedacht hast. Aber gut, wir wissen ja den Weg, wir können ruhig zurückgehen. Also, mach dir da mal ruhig keine Sorgen. Wir werden schon dahin finden. In dieses uralte Grab. Ja, auf Wiedersehen. Ach. Gut. Dann... Oh Mann. Ja, ich musste niesen. Das tut mir leid. Und ich habe meinen Kopfhörer runtergerissen dabei. Oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Wenn es erneut heißt Skyrim. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und mir beim Niesen zuhört.